Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Daniela von Kreativierend und heute geht es weiter mit meiner Bullet Journal Reihe. Ich habe mein Setup für den Februar fertig und auch schon die erste Woche und ja, wollte wieder mit dir ein bisschen quatschen, was ich da so gemacht habe. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. Du siehst schon, ich habe mir neue Farben rausgelegt. Der Februar wird bei mir ein bisschen bunter. Mir ist schon nach Frühling, nicht mehr nach Beige und Braun und Grau und sondern nach farbig und bunt und ja. So, machen wir mal ein bisschen Platz und gucken mal, was das Buch zu bieten hat. Hier bin ich ja mit meiner Liste noch dabei. Die geht ja noch bis Ende des Monats. Ich merke halt immer mehr, dass es mit den Farben nicht so wirklich funktioniert. Deswegen habe ich mir halt für den neuen Monat Farben rausgesucht, die man wirklich gut unterscheiden kann. Denn die beiden Beige-Töne hier. Guck, es klappt immer wieder oben hier. Die beiden Beige-Töne kann man zwar hier ganz gut unterscheiden, aber mit den Zahlen unten drunter nicht. Naja, das mit dem vegetarisch Essen lassen wir auch mal. Lasse ich dann im Februar auch. So, bis wohin waren wir letztes Mal gekommen? Das ist meine Woche 4. Die hatte ich, glaube ich, schon gezeigt, mein Setup dafür. Bei der Woche 5 hatte ich auch schon erwähnt, dass ich da nur noch diese beiden letzten Tage machen werde und nicht auch schon die nächsten für den Februar. Hier unten musste ich ein bisschen Washi-Tape hinkleben, weil ich bei meinem Setup für den Februar aus irgendeinem Grund Wohlfarbe an meiner Hand hatte und hier die komplette Seite verschmiert habe. Man sieht es, hier ist es nämlich auch durchgedrückt. Keine Ahnung, wo sie war. Ich hatte nämlich nichts an der Hand. Ich konnte nichts entdecken oder ich habe tatsächlich alles schon am Papier abgewischt. Ja, naja. Ich konnte es halbwegs retten, glaube ich. Dann hatte ich auch schon erwähnt, dass ich mir hier eine Stampin' Up! Doppelseite gemacht habe, wo ich Ideen für den Blog eintragen möchte, für YouTube, was das Bullet Journaling betrifft und für YouTube ganz allgemein. Da möchte ich ja auch wieder mehr machen. Die Seite davor habe ich mir jetzt gemacht, meine Ziele und Pläne mit Stampin' Up! In diesem Jahr. Dazu gehören halt unter anderem auch, dass ich 1000 Abos bei YouTube erreichen möchte im Laufe des Jahres. Da bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Wege. Ich möchte Teammitglieder haben. Ich hätte gerne ein paar mehr Online-Bestellungen, neue Kunden. Ich würde auch wahnsinnig gerne Workshops geben, also mit Leuten vor Ort, nicht nur in Zoom, sondern hier in echt bei mir zu Hause und basteln und mit Leuten und so weiter. Und meinen Status bei SU möchte ich natürlich auch halten. Da kommt sicherlich noch ein bisschen was dazu. Das habe ich halt jetzt mittendrin eingefügt und habe es auch ganz hinten in meinem Inhalt mit aufgeführt. So, dann kommen wir auch schon direkt zum Februar. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen bunter geworden diesmal. Ich möchte Farbe. Ich habe wieder gestempelt. Diesmal mit dem Stempelset gut gerahmt. Ich mag ja immer diese so schnörkelige Blumen. Liebe ich beim normalen Kartenbasteln oder Verpackungsbasteln und ich finde, die passen auch immer super ins Bucho. Da habe ich mit diesen Outlines quasi genommen, den und den. Und hier bei meinem Herz habe ich auch noch diesen Schnörkel genommen. Ich habe mir einfach mit einer Herzstanze ein Herz ausgestanzt aus, wie heißen die Dinger denn? Aus so einem Post-it. Habe das hier draufgeklebt und habe dann hier umzu gestempelt, um diese Herzform zu kriegen. Und man konnte das zwar erkennen, das war mir aber noch nicht deutlich genug, deswegen habe ich das noch einmal nachgemalt. Reingestempelt den Februar und noch mal einmal den Monat. Ja, links habe ich wieder, weil das hat mir wirklich gut gefallen, meine Ziele, Gewohnheiten, wie auch immer. Ich habe noch immer kein wirkliches Wort dafür gefunden. Bei dem Zuckerfrei bin ich geblieben, weil das jetzt im Januar noch nicht so doll geklappt hat. Machen wir das Ganze nochmal. Das mit dem Sparen mache ich auch nochmal, einfach mal, um zu gucken, echt, wo mein Geld bleibt. Ich habe diesen Monat, der ist ja noch nicht ganz rum, der Januar, aber ich habe tatsächlich wesentlich weniger geshoppt. Bin ich mir ziemlich sicher als die Monate davor, weil ich jetzt halt mal bewusst darauf geachtet habe. Lebensmittel einkaufen, ja, nützt natürlich nichts. Und ich versuche halt wirklich dann jetzt auch für 2 oder für 3 Tage einzukaufen, dass ich nicht jeden Tag wegen irgendeinem Klöterkram wieder los muss, außer vielleicht frischem Brot oder mal Brötchen oder so. Aber die Gefahr ist halt einfach, dass man nicht nur wegen einem Teil in den Einkaufsladen geht, sondern dann doch mit 10 Sachen wieder rauskommt. Das ist wie bei IKEA, man will nur gucken und hat dann doch die Teelichter gekauft. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Also da möchte ich drauf gucken. So. Neues Thema, statt dem vegetarisch Essen, weil das klappt bei mir einfach nicht, gibt es jetzt Gymnastik. Ich habe Rücken, beziehungsweise eigentlich habe ich eher Nacken und Lendenwirbelsäule.
Da hadere ich schon länger mit mir. Fitnessstudios sind gar nicht meins. Ich hoffe, dass das Wetter bald wieder besser wird, dass ich dann auch wieder laufen gehen kann. Ich werde erst wieder mit Walken anfangen und dann wieder mit dem Joggen im Sommer. Aber ich muss halt was für meinen Nacken und meinen Rücken tun und habe da bei Pinterest gefühlte 57 Millionen Videos oder Anleitungen gefunden für so 5-Minuten-Einheiten. Auch speziell was den Nacken angeht und die Halswirbelsäule. Und da möchte ich damit anfangen. Ich habe damit schon angefangen. Und ich möchte eigentlich versuchen, wirklich jeden Tag mindestens 5 Minuten mal irgendwo einzuschieben. Die Zeit sollte ja eigentlich da sein. Noch besser wären 10 oder noch mehr. Aber ja, damit ich das dann auch einhalte, möchte ich es hier eintragen, weil ich glaube einfach, wenn man das nochmal notiert und sich bewusst macht, bringt das mehr, als wenn man sich es einfach nur vornimmt. Ja, soweit mein Februar-Deckblatt. Dann kommt die Monatsübersicht. Da habe ich mich tatsächlich komplett am Januar orientiert. Sie da. Da war sie ja ein bisschen kleiner, weil wir ja da, weil der Monat so lang ist und mit diesem einen Sonntag wir ja 6 Reihen brauchten. Jetzt im Februar sind es nur 5, dann konnte ich das ein bisschen größer machen. Ja, schlicht und einfach. Nicht viel zu sagen. Hier habe ich nochmal wieder gestempelt, um das aufzugreifen. Ich werde mich so in dem Monat dann halt in diesem Farbschema bewegen. Die erste Woche ist so jetzt geworden bei mir. Wieder in der vertikalen Geschichte, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ich habe den Montag und Dienstag aus dem Januar hier noch kurz mit reingenommen, aber in einem Fach quasi. Dann geht es los mit dem ersten und Samstag, Sonntag habe ich auch aufgeteilt. Hier unten habe ich dann nochmal Platz für die Momente, Notizen und Ideen. Ich möchte auch ein bisschen bewusster drauf gucken und mir vielleicht einfach schöne Momente, schöne Dinge irgendwie aufschreiben. Ja, so die Kleinigkeiten. Mal den schönen Sonnenaufgang oder dass man schon irgendwelche Blümchen entdeckt hat, die Krokusse, was der Geier was. Das möchte ich halt einfach aufschreiben und mir bewusster machen einfach. Weil wir sehen immer alle nur irgendwie das Negative und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Mein Glas ist immer halb voll, nie halb leer. Und das möchte ich einfach noch für mich intensivieren und daher habe ich mir dafür ein bisschen Platz gelassen. Genau. Sonst habe ich, glaube ich, nichts Besonderes. Ne, hinten habe ich das entsprechend nachgetragen. Ja, genau. Doch, irgendeine Frage wollte ich noch fragen. Ach ja, genau. Wie sieht es denn bei euch aus mit der Kreativa? Die ist ja dieses Jahr wieder in Düsseldorf, Mitte März, 15. bis 19. oder 14. bis 19. März oder sowas. Muss man da hin, muss man da nicht hin? Wie sind denn so eure Meinungen? Also ich liebe solche Sachen. Ich mag es da durchzuschlendern und mir dieses ganze Gedönse anzugucken. Es ist nicht so, dass hier in meinem Zimmer ein Mangel an Bastelmaterial herrschen würde. Eher das absolute Gegenteil. Und ich weiß natürlich, wenn ich dahin fahre, komme ich mit einer Tasche voll Krempel wieder zurück, den ich eigentlich nicht brauche. Andererseits ist haben immer besser als brauchen. Ja, ich weiß es auch nicht. Im Auto fahre ich locker 2,5, 3 Stunden hin. Ich hoffe, dass ich bis dahin mein E-Auto habe, müsste also auf jeden Fall einmal laden. Bustouren gibt es auch. Ich weiß es nicht. Wie ist denn eure Meinung zur Kreativa? Muss man da hin oder kann man sich das sparen? Eigentlich hätte ich Lust, nachdem es ja jetzt mindestens 2-mal ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr schon stattfand. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja vielleicht mal erzählen, wie eure Meinung ist? Und Thema Bastelkram. Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht mal eine Roomtour machen könnte. Das war jetzt allerdings jemand, die gar nicht so weit weg von mir wohnt. Und da habe ich dann gesagt, weißt du was, komm einfach auf den Kaffee rum. Dann kannst du dir mein Zimmer in echt gucken und wir basteln vielleicht und schnacken ein bisschen. Das habe ich dann jemand anderem erzählt und die sagte, ja toll, ich wohne aber nicht bei dir um die Ecke. Ich sehe dein Bastelzimmer dann nicht. Ja, könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, ob grundsätzlich das Interesse besteht. Ich will das wohl zeigen, darum geht es mir gar nicht. Die Arbeit, die ich damit habe, ist tatsächlich vorher das Aufräumen, gar nicht mal so das Drehen, glaube ich, sondern eher dieses Aufräumen, weil ja doch immer irgendein Gelumpe irgendwo rumliegt, was ich dann vielleicht auch gar nicht sehen mag, zeigen will, wie auch immer. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, so viel wieder zu einer kleinen Meldung von mir. Ich hoffe, du konntest ein paar kleine Inspirationen finden. Für Tipps bin ich nach wie vor immer dankbar. Schreib mir gerne alles in die Kommentare.
Achso, ich wollte noch eben sagen, welche Stempel ich noch benutzt habe. Wieder die kreativen Tage. Da habe ich halt einfach den Februar genommen und das kleine Herz. Wir haben nämlich am 2. Februar Hochzeitstag. Deswegen hatte ich mir den schon markiert. Nicht, dass ich das vergessen würde. Aber ja. Und dann hatte ich von meiner Schwester, es gab von Stampin' Up! Mal einen Planer zum Einstieg. Wir Demos konnten uns den auch bestellen. Da der mir aber tatsächlich zu groß war, ich den totschick fand, aber ihn zu groß fand, habe ich ihn mir nicht bestellt. Aber sie hat mir dieses Stempelset zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe da gleich die Ziele und die Pläne genutzt für meine SU-Seite, weil hier ja auch so ein Copyright-Stempel mit drin ist. Und für meinen Tracker dieses immer im Blick, weil das fand ich eigentlich auch ganz passend. Ja, das sind die Sachen, die ich bestellt habe. Wenn es dazu Fragen gibt, meldet euch. Und ansonsten sage ich erstmal wieder schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss!